Oh je. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, natürlich, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie natürlich. Die genau. Sowas von. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Oh wei. Den großen Zarov. Draußen warten 20 Baumläufer. Du bist umstellt. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ich warte. Ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Ja, klar. Okay. Na dann, unterschreibe ich mal. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Okay. Dann säuft sich gleich eine Sektflasche aus. Und jetzt? Exo. Wo ist Zarov? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Aha. Betrunken, Exo. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarov sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll dich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Ja, sicher. Dann wirst du ihn bald sehen. Den ich unterzeichne großen gerne alle Verträge. Zarov. Warum nicht? Das kann man jetzt gut aus dem Kontext reißen. Nicht. Ich habe den Brüder über dich reden gehört. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte. Ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Ja, okay. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Ja, okay. Meine Wertpapiere. Und es hilft da weiter. Und jetzt? Das du hilft bist weiter. Noch immer. Aber tu nicht mehr lange. Wobei das so hilft. Und den großen Zarov sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Ich rede nur nochmal mit ihm. Immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst wie die. Immer noch, ja. Der Bad, das soll dann den. Der Kurs für Eichen, das ist gerade. Ist gerade abgestürzt. Der Kurs für Eicheln und Nüsse genau. Ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz. Ja. Mir ist schwindelig. Alles für die Katz. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann. Scheint, als sei ihm sein Schaumbein zu Kopf gestiegen. Tja, Kostüm. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Das Kostüm wollen wir nicht nehmen. Hendix in Rüstung. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus?
Flasche auf Rüstung. Besser nicht. Tja. Das steckt jetzt in der Rüstung. Ja. Lass mal immer stecken. Ja, der Hase schläft. Na dann, dort drüben waren wir heute noch nicht. Vielleicht sollten wir uns das Ticket mitnehmen. Ja, steinerner Weg. Auf dieser Seite des Gebiets waren wir noch nicht. Schauen wir mal, was wir bei den Zwergen finden. Und die Zwerge, die werden jetzt drauf sein. Oh je. Ist der Maulwurf noch hier? Oh. Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Anwissens folgt man durch den Bann. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, und das ist niemals sei gut. Ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit ich muss. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Ach du Schreck. Hallo, ich will auch eine Kugel. Ja. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Roll. Oh, ja! Okay. Oh, da sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Ja, ja. Alles Glück. Natürlich Glück. Doch die schwarzen Kugeln. Leider nicht. Alles das natürlich Glück. Reines Glück. Reines Glück. Noch eine Kugel. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Aber wie viel Laubtaler hat er denn noch? Ich nehme auch an. Was auch immer. Deine Seele. Ich will alles. Deinen Sender, deine Taufliege. Natürlich. Und jetzt eine Kugel. Ah, wollen wir doch mal sehen. Ach was, eine schwarze Kugel. Welch ein Glück. Eine weiße Kugel. Du darfst Zarov sehen. Zarov. Endlich. Ich. Schon schläft er. Oh Gott. Was macht die Fliege? Die Fliege macht die Fliege. Oh. Eine Rübe. Das nehme ich mit. Ja, mit dem wird nicht mehr viel reden sein. Echse. Mhm. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Ich hab kann keinen. Ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag? Hm, du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen.
dunkle Wolken ziehen über die Schau. Ja, klar. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Ja. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Schöne Blume. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Oh, entschuldige, Sumse. Oha. Hier, du sattiges, kleines Ding. Was? Kassi. Kassi. Was macht denn er da? Die gefangen. Na, wirst du. Tut mir die Glocke. Na, wirst du. Hinten rein. Das, was ich besser gut drauf auch. Na, da läutet er. Okay. Die Rübe hinten rein. Na, wirst du. Als ob. Nein, natürlich. Jetzt kann er sich nichts mehr rausholen. Okay. Es hat nichts sollen sein. Okay. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Ja, was? Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, okay. Denn das Glück ist dir glücklich im Holz. Oh, ja! Okay. Bitte die Fliege aufscheuchen. Genau. Und jetzt. Jetzt mach was zu. Decke zu. Damit er keinen Mehl wirft. So. Jetzt wirft er die Kotlechter rein oder was? Oh. Eine weiße Kugel. Glück findet man eben doch auf der Straße. Hm. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Okay. Weiße Kapsel. Das ist die Kugel, die sich der komische Typ immer selbst zieht. Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Okay. Einfach Sticker drüber. Na klar. Blaue Saftsticker. Passt perfekt. Ich hab hier was für dich. Eine blaue Saftkugel. Gute Idee. Gute Idee. Nichts sehr vertrauenserweckend in mir gestellt. Gute Idee. Okay. Vielleicht reden. Ja. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Glückskredit? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Ach, verrat's dem noch nicht. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Na. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aha. Du wirst nichts dagegen tun können. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Ich verstehe nicht.
und ebenso wenig. Jetzt hat er eine schwarze Kugel. Komm her, du sachsiges kleines Ding. Vielleicht können wir ihm die weiße Kugel jetzt hinten reinwerfen. Das ist eine Möglichkeit. Ah, sehr gut. Damit bin ich fürs erste fertig. Okay. Der hat natürlich nur die eine weiße Kugel da drin. Es hat nicht sollen sein. Ah, verstehe. Öffnen wir jetzt wieder. Und das ist jetzt seine eigene Zukunft vorhersagen soll. Dann zieht er wieder die weiße. Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Okay. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Hier. Was zu trinken für dich? Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, genau. Nur zu. Ich gebe Glück und sehe, mir wird Glück gegeben. Endlich. Tja. Viel länger hätte ich dich nicht mehr ausgehalten. Oh. Kitsune. Endlich ist er weg. Du schon wieder. Kitsune. Tokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ja, mit den Nägeln durch die Portalbäume. Kitsune, warte! Weg ist sie. Oh je. Jetzt haben wir nur noch die eine Echse im Rathaus. Schauen wir mal bei den Zwergen vorbei. Vielleicht können wir durch die Tür ins Café und dann... Wir haben doch Tag. Das dürfte doch machbar sein. Wo ist der Waldzwerge? Oder sind die auch verhext? Verschlossen. Durchs Hintertürchen. Na komm. Verschlossen. Durchs Fenster. Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Na, reinstellen kannst du nicht. Ja, müssen wir den Umweg nehmen. Die Zwerge sind jetzt scheinbar nicht mehr ansprechbar. Können wir Plato den Postforsch rufen. Da bringen wir ihn in Gefahr, aber... Ja. Sehr gut. Plato hat uns abgeholt. Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Zurück nach Mauswald, in die Stadtmitte. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Bis später. Jo. Ab ins Rathaus. Da haben wir noch die eine Hexe. Hexe, nicht Hexe. Obwohl. Ja, zwei Echsen haben wir schon. Eine fehlt noch. Besser nicht. Ab in die Dose mit dir. In die Flasche. Bist du gepulver? Mal sehen, ob das klappt. Ui. Das juckt ja mal. Das juckt. Ich habe hier Anti-Juckmittel für dich. Oh. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber zum Portal Baum 2. Wo ist die Echse hin? Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Eidechse, nicht Echse. Naja, passt beides.
Hat sich unsichtbar gemacht. Na komm. Kann der nicht sehen. Ich kann nicht sehen. So konnten wir doch auch den Kobold entdecken. Verflucht. Okay. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Hier, hast du eine Flasche. Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser. Das wäre schlecht. Hätte ich jetzt auch gerade Bock drauf. Du guter, Junge. Echsen sind jetzt eh nicht. Das sind die. Das sind nicht die besten Tiere. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch. Nimm doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners in dir. Nein, eines Freundes. Ja, sicher. Nicht mehr erlaubt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch, die Tassen. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Haben wir alle. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Unfreie Echse, im Kratz, juckte Echse. Gefangene Echse. Aha. Okay. Drei Echsen und drei Flaschen. Großartig. Und hier sind wir schon beim Haus des Magiers. Hinein mit uns. Eigentlich in den Kürbis durch die seltsame Tür, die nun offen steht. Steinstähle. Das ist ein Junge, so alt wie ich. Der alte Magier sagte, das Bild zeigt den letzten Schüler des Marquis, den Ausgestoßenen. Ja. Und er hat gesagt, der Marquis darf nichts davon erfahren. Noch nicht. Wie seltsam. Ja. Okay. Sieht fast wie ich aus. Sieht fast aus wie der Jerry. Mit dem Hose und so weiter. Hier, wir haben Flaschen. Mit Echsen. Errungenschaft freigeschaltet, Kopfgeldjäger. Nun haben sehr gut. Alles. Nun können sie kein Unheil mehr in Mauswald anrichten. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Nur ein Baumläufer kann sich diesem Unheil stellen. Nur ein Magier, der vom Marquis ausgebildet wurde. Du allein kannst uns helfen. Ich? Aber... Deine Ausbildung ist fast abgeschlossen. Eine letzte Aufgabe steht dir bevor. Wähle deinen Mantel. Oh, mein Mantel. Ui. Jeder Magier wählt zum Ende seiner Ausbildung einen Mantel, der zu ihm passt. Du hast 4 Portale. Ach, stimmt. Du hast 4 Zauber gelernt. Nun ist auch für dich die Zeit gekommen. Welches Gewand gehört zu dir? Ach ja, sehr schön. Character Customizing. Jetzt können wir uns anpassen. Jetzt können wir uns einen Mantel aussuchen oder was? Viele Kleidungsstücke, roter Mantel. Haben wir überhaupt die Wahl? Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Ja, sicher doch. Wähle deinen Mantel.
Ach, ich dachte, ich habe jetzt hier wirklich freie Auswahl. Roter Mantel, hier gibt es einen blauen Mantel, hier gibt es einen gelben Mantel. So ein Spiel ist das wohl nicht. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Ja, wie wär's denn mit dem roten? Der sieht so ähnlich aus wie der Mantel, den der Marquis trägt. Der ist auf keinen Fall für mich gedacht. Okay. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es tut mir irgendwie leid, dass ich ihn so angeschrien habe. Königsbauer Mantel. Ah, okay, der jetzt können wir doch. Abenteuer, Spannung und jetzt können wir doch ein bisschen. Das ist zwar genau mein Ding, aber irgendwie. Nein, ich habe das Gefühl, dass der nicht für mich ist. Okay. Nicht für dich. Ein schick getragener Frack. Schnieker Anzug. Schnieker. Ja, der könnte einem großen Illusionisten gehören. Aber trotzdem. Nicht ja. Für mich. Meinst du? Können wir nicht auswählen. Sehr schade. Kunterbundesensemble. Hui, mutig, aber ganz bestimmt nicht mein Ding. Mordi spielt Elder Scrolls. Skyrim. Nicht dein Ding. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Ja, das ist doch, also ich würde den blauen finde ich nicht schlecht. Fand ich auch nicht so übel, aber den blauen. Klassisch. Aber das ist nicht meins. Was ist denn dann deins? Schlicht karierte Jacke. Das ist einer von diesen Anzügen, bei dem der Fernseher zu flimmern anfängt, wenn der Moderator im Abendprogramm sowas trägt. Das ist auch nicht meine Jacke. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Na sicher doch. Den finde ich doch nicht schlecht hier. Im Schlaf. Den hier, den Bademantel. Ich würde einfach mal den blauen nehmen. Also, den roten finde ich auch nicht übel. Der würde zur Geschichte passen, aber so einfach mal. Der blaue, den finde ich nicht schlecht. Nee, den Frack, also den. Unzählige Mäntel, alle scheinen. Ja. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Licht. Ja, na gut, ich würde die Aufnahme trotzdem hier erstmal beenden. Ja, mach eine kleine Aufnahmepause. Nächstes Mal geht's weiter. Da suchen wir uns mal einen Mantel aus, wenn wir überhaupt hier einen finden. Ja. Oder wir bepinseln uns ein. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Okay. Gut. Ins Licht. Aber erst im nächsten Part. Bis dann und ciao.